Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Was wäre wenn im Mittelerde. Bevor wir anfangen, kurz eine kleine Sache. Das ist die einzige Folge für heute. Morgen kommen voraussichtlich zwei Folgen. Morgen ist ja bekanntlich der 1. August. Das heißt, morgen kommt voraussichtlich das Let's Read von Krabat und die Folge von der Itamod Angmar Kampagne. Natürlich die Thema-Tanz-Videos immer noch. Das werden halt dann vier Stück sein. Ich weiß halt noch nicht, wann ich die mache. Ich habe es leider nicht geschafft, jetzt in dem Monat, der zumindest mit heute gezählt noch ist. Aber ich werde es zeitlich einfach nicht schaffen. Deswegen werden nächsten Monat hoffentlich vier Stück kommen. Aber ich musste nochmal schauen. Ja, beim letzten Mal, beim Was wäre wenn in Mittelerde, hatten wir, ich denke, ein ganz interessantes und eher kurzes Thema. Das Thema war, was wäre, wenn Frodo Gandalfs Brief rechtzeitig erhalten hätte. Ich weiß leider nicht, wie es angekommen ist. Es hatte leider keinen Like, aber immerhin 44 Aufrufe, also Interesse war anscheinend schon. Und ein Kommentar. Da gab es allerdings keinen Vorschlag für ein heutiges Video. Da ging es um Merry und Pippin. Und ich hoffe, dass ich da keinen verprellt habe, denn ich habe das Kommentar korrigiert. Es ging halt darum, dass gedacht wurde, dass halt dann Merry und Pippin nicht Teil der Wanderung gewesen wären, weil es ein zufälliges Zusammentreffen ja war und weil dann eben Frodo und Sam früher aufgebrochen wären mit dem Brief. Ja, stimmt, aber eben nur zum Teil, da im Buch eben es kein zufälliges Zusammentreffen ist, weil Merry und Pippin gut informiert sind. Das habe ich in den Kommentaren geschrieben und ich hoffe halt, dass ich damit keinen verprellt habe, weil es dann keine Reaktion gab. Falls doch, entschuldige ich mich dafür. Das heutige Thema wird auf jeden Fall, denke ich, für euch sehr interessant und aufschlussreich werden und wahrscheinlich relativ komplex. Also es könnte zumindest komplex werden, es könnte auch länger dauern. Das Thema heute ist, was wäre, wenn Gandalf in Edoras seinen Stab abgegeben hätte. Also Gandalf der Weiße, der eben mit den drei Jägern nach Edoras reitet, wird ja empfangen von dem Torwächter Hamar und sie sollen ja ihre Waffen abgeben. Und Gandalf eben auch seinen Stab, was er im Original nicht tut, weder im Film noch im Buch. Denn ja, hier wird natürlich Buch zu Film unterschieden, aber da komme ich gleich noch drauf. Und genau, hier geht es eben um die Frage, was wäre, wenn er den Stab abgegeben hätte. Ist deswegen so ein interessantes Thema, weil, wie ihr wisst, das Thema Magie bei Tolkien etwas, sagen wir mal, vage und komplex ist. Aber ja, ich dachte, es wäre eine gute Idee und genau, wir schauen mal, was wir rausfinden. Ich habe nämlich davor, ehrlich gesagt, nicht so viele Gedanken gemacht, nur so ein bisschen. Und heute ist halt der wärmste Tag der Woche, also mal gucken. Ich werde mit dem Film anfangen, da es im Film einfacher ist. Mit dem Thema Stab, mit dem Thema Magie. Im Film sehen wir, dass ein Istari ohne Stab, also ein Istar ohne Stab, ein Problem hat. Gandalf ist da ein sehr prominentes Beispiel, denn er verliert ja im Film mehrfach seinen Stab. Er verliert der Herr der Ringe, die Gefährten, seinen Stab im Kampf gegen Saruman, wo er eben nach Isengard geritten ist, wo er dann erst erkannt hat, dass Saruman ein Verräter geworden ist. Wo er dann hochgeschleudert wird auf die Spitze und gegen Saruman einfach gar nichts machen kann. Er verliert seinen Stab gegen den Balrog, wo er die Brücke von Khazad Dûm zerstört hat und der Balrog zieht ihn ja mit der Peitsche runter. Der Stab kommt dann nicht mehr vor. Sein Schwert, also Glamdring, kann er ja im Fall ergreifen, aber der Stab kommt dann nicht mehr vor. Ein drittes Mal verliert Gandalf seinen Stab in der Extended Edition gegen den Hexenkönig bei der Belagerung von Minas Tirith. Und auch hier ist er ohne Stab irgendwie machtlos. Also er fällt ja da von Schattenfell nach dem Zerbrechen des Stabes. Und ja, der einzige Grund im Film, warum der Hexenkönig nicht tötet, ist das Eintreffen der Rohirrim. Und dann verliert er nochmal den Stab im Hobbit gegen Sauron bei ihrem Aufeinandertreffen in Dol Guldur. Und auch hier ist Gandalf ohne Stab machtlos. Also wir können im Film sagen, ein Istar ohne Stab kann irgendwie nichts machen. Das kommt im Film wirklich so rüber. Es ist natürlich eher meine Meinung. Wenn ihr eine andere Meinung habt, höre ich sie gerne. Aber mir kam es so vor, als könnte in den Filmen ein Istar ohne Stab nichts machen.
Genau so was Ähnliches sehen wir bei Saruman, der eben in der Extended Edition ja auch seinen Stab verliert in Isengard. Und sagen wir es mal so: Im Buch verliert Saruman ja auch seinen Stab und Gandalf auch einmal, aber dazu komme ich gleich. Und im Buch hat er danach trotzdem Einfluss, den er im Film nicht hat. Weil die Leute, die näher bewandert sind, dürften es wissen. Saruman und seine Stimme sehr wohl bekannt, dass er damit Menschen und andere sehr leicht beeinflussen kann, eben auch nach der Stabzerstörung. Aber im Film kommt es einfach nicht so rüber. Im Film erkennt zum Beispiel Theoden sein Angebot und weist ihn ziemlich hart ab. Auch Grima hat verglichen zum Buch im Film nicht so eine Angst vor Saruman, auch nicht nach Stabzerstörung. Davor eine gewisse, aber danach ein bisschen, aber nicht so viel wie im Buch. Im Buch ist es ja auch eine längere Zeit als im Film, dass Saruman keinen Stab besitzt. Ich kann mir, also spontan fällt mir nur eine Szene ein in den Filmen, wo Magie gewirkt wird ohne Stab. Eben von Gandalf im Kampf gegen den Balrog. Weil da hat er, wie gesagt, nur sein Schwert und er lädt ja sein Schwert mit diesem Blitz auf. Und den Blitz, der geht halt an den Balrog rein. Das ist halt die einzige Stelle, an die ich mich spontan erinnere in den Filmen, wo Magie ohne Stab gewirkt wurde. Weil ansonsten der Kampf zwischen den beiden Istari, also zwischen Saruman und Gandalf, ist mit den Stäben. Die ganzen magischen Sachen in den Hobbit-Filmen sind mit den Stäben. Also zumindest halt die Magie von Gandalf. Saurons Magie halt nicht. Aber Sauron ist ja auch wesentlich mächtiger. Und der hatte nie einen. Ich meine auch Radagast zum Beispiel benutzt ja zumindest den Kristallus im Stab, um den Igel zu heilen. Saruman benutzt seinen Stab im Kampf gegen die Nazgûl. Eben in die zwei Türme wird der Stab benutzt, in Edoras, da kommen wir gleich nochmal drauf. Und ja, im dritten Teil wird der Stab auch benutzt, zum Beispiel beim Verscheuchen der Nazgûl oder ähnliches. Und wie gesagt, er wird halt überall einen Stab verwendet. Speziell im zweiten Teil, wo er jetzt unsere Frage auch hinführt, ist eben das Thema mit Edoras. In den Filmen ist ja so, dass König Theoden quasi besessen ist. Durch ihn spricht ja Saruman. Das merkt man ja ganz deutlich. Theoden ist ja im Grunde nur eine Hülle, eine Leere, durch die Saruman spricht. Und man merkt auch deutlich, dass Gandalf, wo er Saruman austreibt, den Stab benutzt. Er hält den Stab vor sich, er hält den Stab Saruman gegenüber und er reißt den Stab sogar nach oben. Ganz am Ende, kurz bevor Saruman halt quasi aus dem Körper von Theoden rausgeworfen wird. Also er benutzt den Stab einfach eindeutig. Und ja, hier wieder die Frage, was wäre, wenn er hier nicht den Stab hätte? Wir wissen, dass es im Film einige Verräter an Rohan gibt. Die ganzen Leute, die Eomer zum Beispiel festhalten und angreifen. Oder halt die Leute, die gegen die drei Jäger kämpfen. Während eben Gandalf ich sage jetzt mal, seinen Exorzismus durchführt. Und das ist im Buch nicht so. Im Buch kennt man als zumindest namentlichen Verräter halt nur Grima. Und ja, also um darauf hinauszukommen, ich denke, ohne Stab wäre Gandalf machtlos gewesen. Ja, natürlich, es ist der Gandalf der Weiße. Ja, er ist zu dem Zeitpunkt auf einer Stufe mit Saruman. Merkt man ja auch später, wo er eben Sarumans Stab zerstören kann. Aber auch hier, er hatte seinen Stab bei sich. Ob er hier den Stab benutzt hat, gut, das könnte man sich streiten, aber er hat ihn halt bei sich. Das war eben beim Kampf gegen den Balrog nicht der Fall. Deswegen habe ich das vorher als Beispiel nicht genannt. Aber wegen der vorigen, zumindest für mich, Tatsachen, es ist halt Interpretation vielleicht ein bisschen. Weiß nicht, wie ihr das seht. Also über Feedback wäre ich hier sehr gespannt. Aber für mich, nach der Interpretation, wäre Gandalf ohne Stab auch als Weißer schwächer als Saruman. Und das würde bedeuten, er kann Saruman nicht austreiben. Und dann hat Saruman natürlich mehrere Möglichkeiten. Wie gesagt, Theoden ist ja quasi, zumindest vom Film ausgehend, nicht existent, beziehungsweise halt unterdrückt. Also die Persönlichkeit von Theoden, die ist ja einfach nicht da. Er reagiert ja zum Beispiel auch nicht auf den Tod, wo er erfährt vom Tod seines Sohnes und so. Er erkennt Eowyn kaum und ähnliches. Wirklich Lebenszeichen zeigt der besessene Theoden ja wirklich nur bei Gandalf.
Weil der eben Saruman aus ihm spricht. Also da sagt jetzt Saruman auch, wenn ich gehe, dann stirbt Theoden. Also man merkt halt eindeutig, dass Theoden zu dem Zeitpunkt nicht, zumindest nicht mental anwesend ist. Also dann hat er halt mehrere Möglichkeiten. Die Möglichkeit, die ich mir am ehesten vorstelle, ist, dass er die drei Jäger und Gandalf einsperrt. Dass die vielleicht gar nicht bis in die Halle kommen, wenn sie wirklich alles abgeben. Im Film tut ja Gandalf den Stab auch als Stütze titulieren, halt als Krückstock quasi, weil er ja so alt ist und Hama erlaubt es ihm ja. Das ist ja auch ein bisschen anders als im Buch tatsächlich. Gerade die Waffenabgabe ist ein bisschen anders, weil im Film gibt es da auch keine Zicken. Darauf kommen wir später noch. Zumindest kurz. Und deswegen, ja, also ich gehe davon aus, wenn er im Film den Stab abgegeben hätte, dass er dann Theoden nicht hätte befreien können. Oder höchstens, dass es halt ein Patt gewesen wäre. Denn von Saruman sieht man zu dem Zeitpunkt auch keinen Stab. Also er hat keinen Stab in der Hand, wo er halt aus dem Körper geworfen wird. Soweit ich das jetzt im Kopf habe. Aber ein Patt würde halt auch heißen, dass sie quasi einen ewigen geistigen Wettstreit haben. Und ja, also ich denke halt, irgendwann werden die drei Jäger überwältigt, wenn wir nach Film gehen. Weil der besessene Theoden könnte natürlich theoretisch Befehle geben. Das macht er halt im Original nicht, weil eben Gandalf sich das Weiße offenbart und eben den Stab hat. Aber er könnte ja theoretisch Befehle geben, genauso wie Grima. Grima hat ja auch ursprünglich befohlen, eben dem Zauberer den Stab abzunehmen. Da fängt ja dann diese kleine Schlägerei an. Aber wir wissen, dass zumindest Gamling, der ja in der Nähe ist, seine Waffe ziehen wollte. Das ist ja kein Verräter, sondern eigentlich ein treuer Anhänger des Königs. Und er wird halt von Hama aufgehalten. Was ist aber jetzt, wenn wirklich dieser psychische Wettstreit, um halt quasi Theodens Kontrolle oder Selbstkontrolle, dass er vom Einfluss befreit wird, länger dauert? Also in meinen Augen würde das heißen, dass die Gemeinschaft irgendwann überrannt wird. Dass einfach Aragorn, Legolas und Gimli irgendwann mit so vielen es zu tun haben, dass sie nicht klarkommen. Sie sind ja waffenlos, bekanntlich. Wie gesagt, alle haben Waffen abgegeben. Außer halt den Stab im Original, aber in diesem Szenario eben auch den Stab. Und ja, sie sind halt eindeutig in der Unterzahl. Das sind sie so auch, aber wie gesagt, Gandalf hat halt so einen sehr starken Vorteil, den er in unserem Szenario nicht hätte. Also ich könnte mir vorstellen, dass Saruman dann sie einsperren lässt. Ich könnte mir vorstellen, dass Saruman dann auch persönlich am Hof erscheinen wird. Denn für Edoras, für Rohan, gilt er ja als Freund. Er wird ja nur von ganz wenigen als Verräter erkannt. Eomer zum Beispiel, aber Eomer ist laut Film ja verbannt. Und selbst wenn man nach Buch gehen würde, wäre er eingesperrt. Also der könnte nicht handeln. Ansonsten gilt er ja als Freund der Mark oder zumindest als neutral, nicht als Feind. Und deswegen können wir durchaus vorstellen, dass Saruman vielleicht gen Edoras reist und dann den Stab quasi in Gewahrsam nimmt, den ja Gandalf davor abgegeben hat, den die Rohirrim haben werden. Ich meine, er hat die Überzeugung der Stimme und er hat die Kontrolle über Theoden. Der Krieg kommt locker da dran. Und dann wahrscheinlich es macht wie im ersten Teil von den Gefährten. Dann hat er zwei Stäbe und kann, denke ich, auch einen Gandalf den Weißen brechen. Und vielleicht dann zu einem Diener machen. Das oder zu einem, sagen wir mal, Helfer machen. Das, was er im ersten Teil ja auch schon machen wollte. Und ich glaube auch, dass Aragorn, Legolas, Gimli nicht gegen einen Saruman mit zwei Stäben standhalten können. Weil wir wissen aus dem Film, dass sie ja Gandalf angreifen, weil sie ihn ja für Saruman halten. Also Legolas schießt ja einen Pfeil ab und Gimli wirft die Wurfaxt und so. Und Gandalf wehrt es ja problemlos ab. Ein Saruman mit zwei Stäben hätte noch weniger Probleme. Denn wir wissen, das sagt Gandalf selber, er ist wie Saruman, zumindest wie Saruman, wie er sein sollte. Das heißt, ich gehe persönlich davon aus, dass die Kräfte ähnlich hoch sind. Da wird auch Saruman kein Problem mit denen haben. Mal ganz davon abgesehen, dass sie zumindest nach meiner Einschätzung im Gefängnis wären, in Ketten wahrscheinlich und sich deswegen gar nicht wirklich wehren könnten. Wir wissen vom Film, dass ja auch die Willenskraft
zumindest nicht so stark ist wie im Buch. Also gerade Aragorn, der ja im Film den Palantir kurz in die Hand nimmt und dann bewusstlos wird. Das war ja ebenfalls im Edoras im dritten Teil. Sowas kennt man aus dem Buch nicht. Gut, er benutzt auch später den Palantir nochmal, aber ja, das war halt später. Deswegen, um das zusammenzufassen vom Film her, ich denke, die drei Jäger mit Gandalf würden gefangen genommen, weil, wie gesagt, Theoden ist nicht handlungsfähig, Theoden existiert in meinen Augen, zumindest mental zu dem Zeitpunkt nicht. Er ist einfach so verdrängt. Vielleicht kriegt das irgendwo unterbewusst mit, aber er ist so verdrängt von Sarumans Einfluss, dass er nichts machen kann. Und ja, Saruman würde in meinen Augen persönlich nach Rohan kommen. Er würde als Gefahr nicht erkannt werden, weil das einfach viel zu wenige sind, die ihm misstrauen, und weil er halt Theoden und Grima hat. Das sind einfach zwei mächtige Verbündete. Gerade Grima ist mächtig im Film. Das merkt man halt zum Beispiel daran, dass er Eomer spontan verbannen lassen kann. Klar, es ist ein Befehl vom König, aber ja, Grima hat ihn wahrscheinlich aufgesetzt. Und halt Theoden dazu gebracht, ihn zu unterschreiben. Also, er hat viel Einfluss. Und ja, dass er, wie gesagt, dann mit zwei Stäben Gandalf vielleicht bricht, vielleicht zu einem Diener oder zu einem Partner eventuell sogar macht. Also vielleicht ja nicht direkt Diener, sondern im Sinne von mit ihm zusammen das Ziel erreichen, noch an den einen Ring zu kommen. Ja, im Film ist das Ziel nicht der eine Ring, sondern halt Mordor übertrumpfen, aber sie wollten, er hat sich ja mit Mordor verbündet im Film, freiwillig. Das ist ja im Buch auch nicht so. Und ja, vielleicht wäre das von Aragorn, Legolas, Gimli und Gandalf halt auch erwarten oder sie dazu zwingen, wenn es sein muss. Ist natürlich klar, dass das für Mittelerde fatale Konsequenzen hat. Denn Rohan wäre dann quasi Isengard 2.0. Da gäbe es keinen Schacht von Helms Klamm natürlich. Die Ents, weiß nicht, ob die Isengard dann noch zerstören können, weil Baumbart würde nicht auf Gandalf treffen. Mit Merry und Pippin, selbst wenn er davor auf ihn getroffen hätte, hat Saruman einfach mit Gandalf ein sehr großes Ass im Ärmel. Ich meine, dass Gandalf sich mit Feuerzaubern auskennt, ist ja auch im Film bekannt. Zum Beispiel die brennenden Tannenzapfen aus dem Hobbit und so. Und wir wissen, Ents sind feuerempfindlich. Deswegen, ich persönlich fürchte, dass dann der Marsch der Ents gescheitert wäre. Und in Rohan, ja, die Kontrolle über König Theoden blieb erhalten. Deswegen gäbe es da keinen quasi politischen Wandel. Die würden sich weiterhin abschlachten lassen und halt nichts tun. Also ihr seht im Film eine dunkle Theorie. Im Buch ist das Ganze komplexer mit dem Stab. Ich habe ein bisschen nachrecherchiert, teilweise nachgelesen. Und ja, hier sind die Stäbe. Also es ist nicht so ganz klar definiert, wie die Macht der Stäbe ist. Im Film würde ich, wie gesagt, sagen, dass die Stäbe quasi die Macht der Istari enthalten und die Istari mit den Stäben ihre Macht einsetzen können. Nach meinen Recherchen ist das im Buch nicht so. Nach meinen Recherchen ist der Stab im Buch ein Hilfsmittel. Ein Hilfsmittel, den die Istari nutzen können, aber nicht müssen. Auf gut Deutsch, sie haben auch Magie ohne Stab. Und der Stab unterstützt sie dabei. Das habe ich in mehreren Quellen gesehen. Eine Quelle sagt zum Beispiel, dass die Macht der Istari durch Worte gewirkt und durch ihre Stäbe gebündelt wird. Eine andere Quelle sagt, dass es auf jeden Fall bestimmte magische Fähigkeiten und so geben muss, die eben ohne Stab funktionieren. Eben zum Beispiel Sarumans Stimme. Saruman hat ja im Buch bekanntlich seinen Stab verloren, aber die Macht der Stimme verlor er nie. Und sie war immerhin auch nach Verlust des Stabes mächtig genug, Baumbart davon zu überzeugen, dass er ihn gehen lässt. Ansonsten ist vielleicht noch interessant, dass die Stäbe natürlich im Buch auch als Waffen angesehen werden. Hama sagt zum Beispiel im Buch, ein Stab in der Hand eines Zauberers mag mehr sein als eine Hilfe für das Alter. Aber er sagt halt auch hier in der Hand eines Zauberers. Das bedeutet, ich denke, dass der Stab ohne den dazugehörenden Istar einfach nur ein Stab ist. Also einfach nur ein Stück Holz, was man halt als Wanderstock benutzen kann oder
auch theoretisch zum Kämpfen, aber halt nicht um Magie auszuüben, sondern nur magisch ist für den jeweiligen Istar, der den Stab im Besitz hat. Ansonsten muss ich jetzt schauen. Ja, ich muss hier kurz schauen. Ansonsten habe ich hier auch noch eine Quelle, dass mit dem mächtigen Stab eben Spells in Magical Actions, also Zauberformeln und magische Handlungen, kanalisiert und ausgeführt werden, aber dass die Istari, wenn nötig, auch Magie nutzen können, unabhängig von den Stäben. Und ja, auch beim letzten Quelle, die ich gesehen habe, heißt es halt, der Stab eines Zauberers ist halt ihr primäres Werkzeug, manchmal eine Waffe und halt ein Zeichen ihrer Macht. Ein Zeichen von ihrem Rang, von ihrer Macht und theoretisch eben auch zu Kräften fähig. Also ihr seht schon, das ist alles nicht klar definiert. Im Buch ist es auch mit dem Stab einfach anders. Gandalf benutzt den Stab schon ein paar Mal, aber nicht so wie im Film. Also im Kampf gegen Balrog zum Beispiel zerbricht der Stab im Buch. Wo er die Brücke von Khazad-dûm zerstört, zerbricht der Stab. Das ist im Film nicht so. Im Film zerbricht der Stab nicht, aber Gandalf verliert ihn halt, als er runterfällt. Im Buch ist der Stab halt zerstört. Und im Buch fällt er ja auch direkt runter. Da hält er sich ja nicht noch fest, sondern er fällt halt direkt runter. Und bei Edoras, bei unserem primären Beispiel hier, ja, er benutzt den Stab, aber in meiner Interpretation nicht wegen Theoden. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Theoden im Buch eben nicht von Saruman besessen ist, sondern sehr wohl für sich selber spricht und Saruman ja die Hauptarbeit im Buch Grima überlässt. Wie gesagt, im Buch gibt es auch keine anderen, zumindest namentlich bekannten Verräter an Rohan, abgesehen von Grima. Und ja, was macht Gandalf im Buch mit dem Stab? Er schlägt quasi Grima bewusstlos, könnte man sagen. Also da gibt es eine Stelle, wo er den Stab hebt, wo dann so, also das Licht geht aus und ein Blitz grollt und Grima wird dann getroffen. Also es heißt, wie vom Blitz getroffen und er fällt zu Boden und ist dann erstmal bewusstlos. Nicht tot, aber bewusstlos. Und später hebt Gandalf dann nochmal den Stab. Und dann kommt draußen, also von außerhalb vom Medusfeld, quasi das Licht. Also die Wolken verziehen sich ein bisschen, gehen ein bisschen weg und das Licht kommt hinein. Eben um Theoden zu motivieren, dass er nicht im Dunkeln bleibt, dass er nach draußen geht, dass er bei Weitem nicht so schlecht dran ist, wie ihm eingeflüstert wurde, mit dem Thema Krankheiten zum Beispiel oder halt mit dem Thema Nachrichten. Aber er setzt den Stab nicht gegen Theoden ein. Auch zum Beispiel später bei den Nazgûl, im dritten Teil, wo also das Thema mit dem Lichtstrahl, wo Faramir und seine Männer sich von Osgiliath zurückziehen, also fliehen. Im Film nimmt er da ganz klar den Stab, im Buch nicht. Im Buch hebt er die Hand und von seiner Hand kommt ein weißer Lichtstrahl, der die Nazgûl vertreibt. Also wir sehen, im Buch kann Gandalf eindeutig Magie wirken, auch ohne Stab. Und wie gesagt, Saruman als primäres Beispiel eben auch mit eben dem Thema die Stimme, also die Macht seiner Stimme, die er halt nicht verliert und ähnliches. Also ihr seht schon im Buch, zumindest nach meiner Interpretation, ist der Stab eine Unterstützung. Man kann mit ihm Zauber wirken bzw. verstärken, in meinen Augen, aber der Istar ist auf den Stab nicht zwangsweise angewiesen. Im Buch sagt ja Gandalf auch so ein bisschen was wegen dem Thema Alter. Wie gesagt, Hammer sagt da eben, dass der Stab eben nicht nur vielleicht eine Stütze sein mag in den Händen eines Zauberers. Und Gandalf sagt halt da, ja, das ist jetzt wirklich albern, also quasi im übertragenen Sinne. Ich glaube, es ist nicht Wortlaut, aber im übertragenen Sinne sagt er, es ist jetzt wirklich albern. Wenn ich den Stab abgeben soll, dann soll quasi Theoden zu mir kommen. Weil Theoden ist ja selber ein alter Mann, dann soll halt Theoden zu mir humpeln, damit wir reden können. Oder ich nehme halt den Stab mit, quasi. Und Hama entscheidet sich halt dann, auf seinen eigenen Instinkt zu hören. Und sein eigener Instinkt sagt ihm halt, dass er nichts Böses will. Denn wir wissen ja, Gandalf hat auch nicht gerade den besten Ruf im Rohan, wegen Schattenfell zum Beispiel, weil er Schattenfell genommen hat, quasi.
ja nicht wirklich erlaubt. Also es hieß ja nur, er soll irgendein Pferd nehmen und verschwinden, und er hat halt Schattenfell genommen, was eigentlich ja nur der König darf, ne, Meras und ähnliches. Und wie gesagt, auch die sonstigen Waffen werden hier mit, sagen wir, Zickereien abgegeben. Also gerade Aragorn fällt da auf, der Anduril auf keinen Fall abgeben möchte. Im Film hat er ja Anduril hier noch nicht, im Buch halt schon. Er will es nicht abgeben, weil es halt seine besondere Waffe ist. Und er letztendlich, da kommt eine ziemliche Diskussion, und letztendlich, ja, er legt es ab, aber selber. Also er schnallt sich selber den Schwertgurt ab und lehnt ihn an die Wand und befiehlt Hama, dass niemand das Schwert anfassen soll. Also man merkt schon, er ist da ziemlich stur. Genau ähnlich ist es halt mit Gandalf mit Glamdring und Legolas und Gimli mit ihren Waffen. Also Gimli mit der Axt und Legolas mit Bogen und sein Dolch, also seinem einen Messer, zumindest im Buch. Die machen nicht ganz so quasi, also die beschweren sich nicht ganz so, aber ja, es fällt halt auf, dass im Buch das Waffenabgeben unlieber gemacht wird als im Film. Warum Gandalf im Buch den Stab behalten hat? Also in meinen Augen war das eine Sicherheit für ihn. Weil er wusste ja, dass Saruman Einfluss in Rohan hat. Das wusste er. Er wusste, es steht nicht gut um Theoden. Und ich glaube, er wollte den Stab behalten, um sicherzugehen, dass er Theoden wirklich helfen kann. Ich behaupte, er hätte den Stab nicht zwangsweise gebraucht. Weil, wie gesagt, gegen Theoden, er setzt ihn im Buch gegen Theoden überhaupt nicht ein. Gegen Grima, ja. Und halt quasi, um Theoden zu zeigen, dass die Hoffnung sehr wohl noch da ist, dass es draußen nicht so dunkel ist, wie er denkt. Ja, aber nicht gegen Theoden persönlich. Im Buch gibt es halt auch diesen Faustkampf nicht zwischen den drei Jägern und den Verrätern Rohans wie im Film. Denn im Buch, wie gesagt, gibt es abgesehen von Grima keine bekannten Verräter. Deswegen, ich glaube, wenn er im Buch den Stab abgegeben hätte, dann hätte er, glaube ich, erstmal Pluspunkte bei Theoden. Im Sinne von, ja, das Gesetz wird befolgt. Alle Waffen wurden abgegeben oder halt Dinge, die als Waffen angesehen werden, wie halt der Stab. Weil, wie gesagt, im Buch Theoden sehr wohl Herr seiner Sinne ist und frei sprechen kann. Nicht wie im Film, wo er, wie gesagt, in meinen Augen nur eine leere Körperhülle ist. Aber was wäre dann passiert? Hätte er Theoden helfen können? Das ist die Frage, und das kann man halt nicht zur Gänze beantworten. Ich persönlich vermute ja. Wenn er es hätte können, dann ist halt die Frage, was Grima gemacht hätte, weil, wie gesagt, gegen Grima wird der Stab zumindest indirekt eingesetzt. Ich denke halt aber, Grima hätte man noch anders aufhalten können. Weil Grima ist ja bekanntlich kein kampfmäßiger Charakter. Der ist körperlich eher schwach und Waffen, ja gut, er hat seinen Dolch, aber sonst hat er ja keine Waffen. Und ja, also sie würden halt vielleicht Grima nicht angreifen wegen dem Gesetz der Goldenen Halle. Das ist ja auch im Buch der Grund, warum Eomer ins Gefängnis geworfen wurde, weil halt Grima offen mit dem Tod gedroht hat. Andererseits könnte Grima halt auch nicht unbedingt gegen Gandalf handeln, ohne sich zu verraten. Und Grima ist ein schlauer Charakter. Ich glaube nicht, dass er sich verraten würde in dem Kontext. Er könnte halt dann nicht mehr sagen, seht ihr, also er sagt im Buch ja, der Trottel Hama hat uns verraten. Ich habe euch doch geraten, dass halt auch der Stab zurückbleiben soll. Und jetzt ist der Stab hier. Das kann er halt nicht, wenn Gandalf den Stab abgegeben hat. Deswegen, ich denke, da hätte Gandalf einen Vorteil, dass Grima gegen ihn nicht so viel in der Hand hat, abgesehen halt von den anderen Sätzen, aber die konnte er ja auch ohne Stab entkräften. Und zur Not gibt es halt Aragorn, Legolas, Gimli hier, die hier eben nicht wie im Film abgelenkt sind, weil sie hier nicht kämpfen müssen. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass es trotzdem scheitert, dass man Theoden nicht helfen kann. Wenn man ihm nicht helfen kann, dann denke ich, dass Theoden sie einfach rauswirft. Ich denke nicht, dass er wie im Film sie einsperren würde, sondern ich denke, er würde sie rauswerfen aus der Halle nach dem Motto, ihr habt jetzt genug Zeit, meiner Zeit verschwendet. Ich brauche eure Hilfe nicht vielleicht, oder nach dem Motto, eben dieses schlechte Nachrichten ist ein schlechter Gast, verschwindet quasi. Ja, was würden sie dann machen? Das ist die Frage.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie dann vielleicht Richtung Fangornwald ziehen, denn Gandalf ist ja bekannt mit Baumbart und so. Also vielleicht zu den Ents gehen und den Ents vielleicht helfen gegen Saruman. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht Gandalf Baumbart ermutigt, früher einzugreifen, also quasi Rohan zu retten indirekt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ob die Ents das machen, naja, also Gandalf und Baumbart verstehen sich zumindest sehr gut. Das sieht man ja auch im Film und im Buch merkt man das auch. Ist möglich. Ob halt dann der Marsch der Ents noch funktioniert hätte, ist fraglich. Denn Saruman hätte halt dann noch nicht seine große Armee gegen Helms Klamm entsandt. Wäre vielleicht sogar eher vorsichtig, denn er würde natürlich von Grima Wind bekommen, dass Gandalf dort war. Das würde natürlich passieren. Das heißt, Saruman würde vielleicht damit rechnen und sich vorbereiten. Deswegen, es könnte sein, dass es schlecht ausgeht. Ansonsten können wir vielleicht vorstellen, dass die drei nach Minas Tirith gehen, quasi Rohan weglassen. Aber auch das wäre natürlich nicht die beste Idee, weil wir wissen, Rohan spielt gerade in der Schlacht von Pelennor doch eine wichtige Rolle mit ihren 6000 Reitern und die kommen halt dann nicht, wenn Theoden nicht geholfen werden kann. Deswegen, es kann schlecht ausgehen. Ich sehe Chancen, dass es gut ausgeht, wenn halt die Ents überredet werden können, früher einzugreifen. Vielleicht Saruman doch auf den falschen Fuß erwischen, eventuell. Das ist halt ein bisschen Fragezeichen. Halte ich aber eher für negativ. Wenn er natürlich Theoden helfen kann, auch ohne Stab, was ich für möglich halte, dann wäre es natürlich auch positiv. Also, ich halte es im Buch tatsächlich für eine 50-50-Aktion oder 50-50-Chance, dass es gut ausgeht. Dass er trotz Stababgabe Theoden helfen kann und es ähnlich läuft wie im Film. Vielleicht noch zusätzlich mit ein bisschen mehr Positiven. Weil er hat sich halt da an Theodens Wort gehalten und Grima hat halt nicht so viel gegen Gandalf, was er ihm vorwerfen kann oder was er halt benutzen kann, wie im Original. Ist halt schwer zu sagen. Wie gesagt, die Natur der Stäbe, ob wie stark die wirklich wirken. Es ist auch nicht klar, ob die selber wirklich magisch sind oder halt nur magisch werden durch den Benutzer. Habe ich ja vorher gemeint. Ich denke eher durch den Benutzer, dass sie einfach für andere Leute, die einen Stab in der Hand haben, einfach nur, naja, Stäbe sind aus Holz, die man zwar im Kampf benutzen kann, aber wo man halt auf die Magie keinen Zugriff hat. Aber es ist halt viel Interpretation. Wie gesagt, das Thema Magie ist ein bisschen komplex, ein bisschen vage und man kann viel interpretieren. Aber um nochmal zuletzt einen Überblick zu machen, im Film gehe ich davon aus, dass es schlecht ausgeht. Ich würde sagen, zu 80% tatsächlich, dass es schlecht ausgeht. Dass halt Gandalf nicht Theoden befreien kann ohne Stab, weil man sieht es halt im Film auch. Er tut ja kurz das mit dem Thema Hand ausstrecken. Und was macht Theoden? Er lacht ihn aus. Er lacht ihn aus. Das war das von wegen, du hast keine Macht hier, Gandalf der Graue. Er lacht ihn einfach aus. Natürlich, er hat danach die Höhlen fallen lassen und sich als Weißer offenbart. Vielleicht war das bewusst von Gandalf, so ein bisschen ein schwächerer Zauber. Aber ja, danach benutzt er halt einen Stab. Das merkt man im Film halt. Deswegen, ich gehe im Film von einer zu großen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es schlecht ausgeht und dass halt, wie gesagt, die Gefährten eingesperrt werden, weil sie halt überrannt werden von den Verrätern Rohans, eventuell noch von Rohirrim, wie zum Beispiel Gamling oder so, die halt in Anführungszeichen Theoden, also halt Saruman in Theodens Körper quasi befiehlt, die anzugreifen. Und dass sie, wie gesagt, da ins Gefängnis geworfen werden. Ich glaube nicht, dass sie hier verbannt werden. Das denke ich, würde Saruman für zu gefährlich halten. Und wie gesagt, dass er dann persönlich kommt, worin ich kein Problem sehe und halt Gandalf Stab an sich nimmt und die vier zu seinen Werkzeugen machen kann. Oder zumindest zwingen kann zu gewissen Dingen. Da ist halt schwer zu sagen, zu was genau. Also vielleicht wirklich Mordor dienen, wäre natürlich richtig schlecht. Oder vielleicht auch nur Macht nehmen. Auch das wäre schlecht, weil sie dann zwar keine Verräter wären, aber halt den Westen nicht mehr unterstützen könnten. Ist schwer zu sagen, aber auf jeden Fall würde es nicht gut ausgehen für Mittelerde. Im Film halte ich es für eine 50-50-Chance.
dass es gut ausgeht. Wenn es gut ausgeht, wäre es ähnlich wie im Film. Vielleicht sogar ähnlich wie im Buch, also im weiteren Verlauf. Vielleicht sogar ein bisschen besser, weil Theoden dann vielleicht eher noch gewillt wäre, Gandalf positiver zu sehen. Das tut er ja sowieso nach dem Gespräch, aber dann vielleicht noch ein bisschen mehr. Oder wenn sie wirklich es nicht schaffen, wie gesagt, dann hängt es halt davon ab, wie Saruman reagiert. Wenn Saruman damit rechnet, dass Gandalf dann gegen ihn einen Angriff führen würde und sich deswegen darauf vorbereitet, dann könnte ein verfrühter Marsch der Ents scheitern. Hängt auch davon ab, natürlich, wie schnell Grima die Information weitergeben kann. Im Original, wo er ja dann verbannt wird, oder beziehungsweise was heißt verbannt, wo er dann entscheidet abzuhauen, reitet er ja nach Isengard. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der braucht eine Weile. Ansonsten, wie gesagt, sehe ich die Möglichkeit, dass Gandalf vielleicht sich in den Fangornwald mit den drei Jägern quasi zurückzieht und dann Baumbart, vielleicht noch mit mehreren Pippen zusammen, die ja mit Baumbart doch sehr gut stehen, überreden kann, dass halt der Marsch der Ents noch schneller vonstatten geht als sowieso schon. Wir dürfen nicht vergessen, im Buch entscheiden sich die Ents ja auch selbstständig für den Marsch auf Isengard, anders als im Film, wo sie überzeugt werden müssen. Deswegen, das ist halt im Buch so eine Sache. Sonst wäre es möglich, nach Minas Tirith zu gehen und da vielleicht bei denen ein bisschen was zu versuchen, dass die vielleicht Hilfe nach Rohan schicken. Könnte auch klappen, denn Denethor ist ja im Buch nicht so wahnsinnig wie im Film. Das Problem ist nur Aragorn. Das Problem ist, Aragorn würde mitkommen und Denethor kennt ja Aragorn im Buch, also von früher, ne, wo er halt unter dem Spitznamen Thorungil gedient hat und er mag ihn nicht besonders. Aus verständlichen Gründen, weil er halt weiß, das ist der zukünftige König, der wird mich verdrängen wollen, das möchte ich nicht. Deswegen ist das fraglich. Also die Endlösung fände ich tatsächlich, wäre ich einer von den Vieren die bessere. Oder wäre ich Gandalf, dann fände ich diese Lösung wohl sicherer, als nach Gondor zu eilen. Auch aufgrund der Tatsache, weil Gondor natürlich geografisch weiter weg ist als der Fangornwald. Das spielt natürlich auch mit. Deswegen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke, mehr kann man dazu nicht sagen. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. War durchaus eine gewisse Mühe für mich. Da was zu, also einfach die Recherchen, weil wie gesagt, das Thema ist schwierig mit Magie. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann natürlich nächste Woche wieder dabei seid zu einem neuen Was wäre, wenn Mittelerde und noch diese Woche bei den restlichen Folgen, also halt bei dem Let's Rank auf jeden Fall, bei dem Herr der Ringe Rollenspiel Crashkurs auf jeden Fall und dann halt morgen bei den zwei Folgen und hoffentlich, wenn ich es schaffe, noch bei den Blacklisted Dances. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen nochmal. Gehabt euch wohl.